Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Pox. Das hier ist das Spiel, von dem ich den Namen schon wieder vergessen habe. Riders of Icarus. Ich dachte, das hat dich jetzt begeistert. Das hat mich begeistert, deswegen kann ich mir trotzdem solche Sachen nicht merken. Ich bin froh, dass ich weiß, wie ich heiße. Cool. Wir haben als nächstes Ziel, triff Crow am Lager der Drachenritter. Und wir gehen da jetzt mal hin. Und in der Zwischenzeit möchte ich über ein paar Sachen euch informieren, die jetzt das Spiel schon mal wieder positiv gestalten ist. Das Spiel ist jetzt seit einem Tag released, also wir spielen es jetzt am 7.7., einen Tag nach der Open Beta. Und aufgrund des großen Ansturms, jetzt habe ich hier aber gerade einmal Frame-Einbrüche auf 9 Frames, ja, weil ich hier einen Limiter drin habe. Und wie ich gerade Frame-Einbrüche habe, aber was für welche? Was leckst denn du so rum jetzt hier gerade? Was machst denn du hier? Weiß ich nicht. Ich meine, meine Frames geben auch gerade auf, aber... Naja, egal. Hier muss man lobend erwähnen, dass das Spiel mal eben einen neuen Server innerhalb von weniger als 24 Stunden neu rausgehauen hat. Ja, Level Up. Ja, müsste ich jetzt auch... Nein, ich habe kein Level Up bekommen. Du hast bestimmt irgendein Tier mehr getötet wie ich. Ich habe mehrere Tiere mehr getötet, weil ich ja auf dich gewartet habe. So, ja. Wo waren wir gerade nochmal? Genau. Ich möchte jetzt auf die Sache zurückkommen bezüglich dem Support. Also der Support ist wirklich hier, was das angeht, 1A, super. Ort für den Rückruf sollen wir festlegen. Ach da, das hier sind diese Dinger. Und um das nochmal weiter zu ergänzen, das Spiel ist am 6.7. in die Open Beta gestartet. Hier, Ort für den Rückruf festlegen, so. Ja, das Spiel hat seitdem deutschen Support, genau seit diesem Tag. Vorher war nur Englisch, ja. Des Weiteren wird in den Bewertungen zu dem Spiel nur darüber hinaus gelästert, ja, dass das Spiel Serverlags hat, ja, am Release-Tag. Ja, das muss ich mal ganz kurz sagen. Dann wird darüber gemeckert, dass hier Goldseller sind, ja, die dann hier natürlich Gold verkaufen, wo ich jetzt aber keine Probleme sehe, weil ich weiß nicht, ob die Leute schon mal andere MMOs gespielt haben, aber das ist teilweise gang und gäbe und da muss man erstmal eine Routine finden, ja, um die ganzen dann da entsprechend rauszubekommen. Sind hier noch weitere Quests? Nee, ne? Gut. Sieht nicht so aus. Ich wollte eigentlich gerade sagen, hat von euch schon mal einer WoW am Release-Tag von einer Erweiterung gespielt? Das ist so gut wie nicht spielbar, das Spiel. Und Gold kannst du da immer kaufen. Ja. Leute, was ist los mit euch? Genau. Dann als nächstes wurde ein Fehler... Oh, bändigen. Bändigungspunkte. Oh, cool. Oh, Zwischensequenz. Oh. First tip, select a target and sneak up on him if you can. It's easier that way. Keep low and move in fast. Once you jump on, you'll only have a few seconds to form a bond. It's going to fight back, so you have to fight harder. And that's it. Once it's under your spell, it'll never stray. Wish I could say this. Okay, let's see if you can tame one of your own. Just remember, see what the animal needs. Okay, wir lernen jetzt also das Zähmen. Ich sollte das vielleicht in meine Leiste ziehen, oder? Nee, du musst es erstmal abschließen, dass du das, die Hinweise gelernt hast. Achso. Ach so, man muss das jetzt machen. Okay, jetzt habe ich es bekommen. Wähle ein Ziel und aktiviere die Fähigkeit, nur in den Bändigungsmodus zu gelangen. Nehme ich halt das Ziel. Na, komm. Komm, wie kann ich dich bändigen? Ja. Jedenfalls ging es dann halt auch um das Problem, was wir auch hatten, nämlich, dass das Spiel... Oh, jetzt habe ich es verstanden. Wahrscheinlich muss ich sogar vorher in dem... Bändigungsmodus, nee. Mit Rechtsklick. Okay. S drücken. Oh, das ist ja mal nice. Jetzt muss ich den hier bändigen und... Ey, hallo, der wehrt sich.
das jetzt nicht ganz verstanden. Oh gut, wir versuchen es nochmal. Mit der rechten Maustaste kannst du es aktivieren. Anklicken da oben, oder wie? Das Symbol, ja. Ah. Und jetzt musst du es bändigen. So, während der Pox noch am Bändigen ist. Also, die Leute haben sich dann halt, wie gesagt, beschwert, dass sie teilweise nicht auf die Server kamen oder ähnliches, da es da Probleme gibt. Ja, diese Probleme wurden, wie ihr ja bei uns in dem Video feststellen konntet, durch Steam verursacht. Weil wir auch... Haha! durch Steam verursacht, weil es da anscheinend Probleme mit dem Klienten gab. Ja, deswegen gab es halt dann einen Tag später auch gleich ein Update. Ja, aber deswegen verteilen aber auch die Leute gleich umgehend, oh, mein Gefährt hat Stufe 2 erreicht. Deswegen verteilen die Leute gleich umgehend erstmal negative Kritik, was meines Erachtens total unberechtigt ist. Yes, endlich! Hast es, jawohl. So. Ja, also man sollte wirklich sich hier ein eigenes Bild davon machen, wie das ganze Spiel aufgebaut ist, wie das ganze Spiel läuft, ja. Und dann, ja, und wenn du zweimal Doppelklick W machst, dann reitest du schneller. Schneller ist das jetzt nicht, aber... halt alles verschwommen um uns rum. Oh cool, wir können sogar die Quest wieder auf dem Pferd abgeben, das finde ich gut. Gibt bei WoW nicht, ne? Da steigt er mal ab. Immer wenn du noch mit dem sprichst, steigt er doch ab. Ja. Wir sollten vielleicht aufhören, das Spiel mit WoW zu vergleichen. Klar, es ist ein MMO. Ja, man muss es ja aber mit dem König, sag ich mal, doch irgendwie vergleichen. Ja, weil das die meisten Leute kennen. Ja, stimmt auch. Hast recht. Fromme Robe des Drachenritters. Oh. Oh, und hier, das sind, ich glaube, blaue sind tägliche Quests. Und damit kann man dann... Ja. Oder? Nee, blaue. Oder Sidequests, die mit nichts mit der Story zu tun haben, großartig. Kann auch sein. Fähigkeiten, Reittierfähigkeiten, Bending. Oh, da kommen ja noch einige Sachen. Oh, das Reittier bekommt auch Fähigkeiten, ne? Echt? Ja. Das ist Gefährten. Cool. Ah, jetzt hast du hier sogar einen Gefährtenreiter. Und mit Rechtsklick kannst du auf die auf- und absteigen. Oh! Gefährte hat Stufe 3 erreicht. Einfach so vom Rumschillen? Ja. Nachwuchshändler. Warte mal, hier sind Händler. Warte mal. Weil, dann könnten wir... Dein Gefährte hat Stufe 4 erreicht. Einfach vom Rumstehen können. Bestientrainer, Waffenhändler, Plattner. Was bist du denn für einer Plattner? Rüstung. Ah, hier kann ich Rüstung kaufen. Und da sehe ich jetzt auch das erste Mal, ich habe 17 Silber und 96 Kupfer. Und da kann ich auch Sachen verkaufen. Und ich habe ein Zepter, das ich noch gar nicht angelegt habe, sehe ich gerade. Ja, so geht's mir auch. Ich könnte ja bei weitem mehr Schaden machen. Und einen Ring. Nein, 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 gib mir mein Schwert wieder zurück. Nicht mit Rechtsklick, wenn du beim Händler bist. Das kenne ich aber irgendwoher. Gib mir mein Schwert wieder zurück. Das Wasser hingebunden, gib's wieder her. So. Das ist ja krass. Dann kann ich das jetzt nämlich verkaufen. Ah ne, Rechtsklick. Hä? Ne, halt, ich muss das Charakterfenster schließen, dann kann ich wahrscheinlich verkaufen. Genau. So, ich habe sogar schon Silbererz, habe ich auch schon. Dafür möchte ich aber gerne Eber. Was ist denn hier beim Eber? Den Eber kann man auch was machen? Überprüfen. Köstliches Wildschwein. Oh, hier ist noch eine Quest, wenn du hier mit dem Eber sprichst, ne? Also. Hier vorne ist noch ein Eber. Sagen wir es mal so. I'm trying to concentrate. Come back later. Okay, hier ist noch nichts. Oh, hier sind jetzt haufenweise Quests. Ja. Wie gesagt, da hinten ist noch ein Eber, mit dem kannst du reden. May Alora's blessing be with you. Alter, jetzt kriegen wir hier aber Quests, ey. Gut, jetzt fängt es langsam an, ein MMO zu werden. Oh, hier kann ich was abgeben. Köstliches Wildschwein abgeschlossen, okay. Drachenritter, aber hier müssen doch irgendwo Händler sein. Ja, die standen doch hier hinten alle. Nee, ich meine für spezielle Sachen zum Herstellen. Ah, nee, ist hier noch nicht. Herstellungsberufe. Ach so. So. Ja, wir wissen ja nicht, wie das Berufesystem im Moment abläuft. Ne? Ich habe mich schon mal ein bisschen schlau geguckt vorhin. Und zwar hast du unter der Taste N. Hm? N. Oh. Wie Nordpol. Hast du das Ganze. Alchemie, Kochen, Gefährtenforschung und so weiter. Und mir fehlt bei Schmuckerstellung für Silberpulver fehlt mir ein gewöhnliches Lösungsmittel. Und fürs Kochen habe ich halt festes Fleisch, aber da fehlt mir noch gewöhnliche süße Soße. Ich würde immer sagen, das ist dann süß-sauer, oder? Ja, ja, ja.
So, ja, hier hinter uns ist jetzt weiter gar nichts. Das heißt, es geht also weiter in diese Richtung. Und ich warte ja, da gut, mal auf den. Das weitergehen. Ich hast du das Wildschwein, hast du noch gemacht? Habe ich noch gemacht, ja. Okay, gut. Guck mal, da hat es einer genauso übertrieben wie ich mit dem Kopf. Mhm. So. Bleib stehen, ich möchte deinen Namen. Gender Bender. Drachenritter. Moment mal, ich bin mal kurz weg. Wieso, was hast du denn vor? Hä? Ich bin wieder da. Was war denn jetzt los? Nix, alles gut. Wow, 800 EP wieder. Er hat einfach meinen Hauptkörper abschneiden. Mit blauen Haaren. Wo bist du jetzt hin? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Schon weiter. Ja, Quests sind ja sowieso alle in der gleichen Richtung. Ja. Oh, warte mal. Hier kann ich gleich einen abgeben. Göttliche Hilfe. Oh, hier. Klar, kein Problem. Halt, jetzt mal vom Pferd absteigen. Was? Wo denn jetzt schon wieder eine Zwischensequenz? Hä? Wo ist denn der schon wieder? Ich konnte im Dorf noch eine Quest abgeben, da gab's bei Paolo Roam. Roam. Ich sehe es gerade. Ja. Dann gucke ich die mir auch mal schnell an. The Dragon Knights know neither defeat nor surrender. I don't know where those Brogans got their weapons. But they've got us pinned down on open ground. We'll never win this fight, as long as the sky is raining hell on us. I need someone to get behind their lines and take them out. Understood? Verstanden? Ja, verstanden. Gut. Verstanden. Warst du schon bei Sir Roland? Der hat auch eine Quest für uns. Ja, ja. Da war ich abgeben. So. Du reitest jetzt gerade nicht schnell, ne, oder? Nein, ich reite langsam. Ah, gut. Habe ich dich überholt, das passt. Ja. Mir ist ja wichtig, dass ich dann halt schneller bin, ne? Wenn man nicht gerade irgendwo hängen bleibt, ja. Wie kann ich den abmounten? F12? Ja. Ich loote mal und du kämpfst, okay? Ja. Weiß nicht, mein. So. Professionell! Telefon! Entzünde die Ballista. Achso, hier, guck mal, du hast sogar eine Seitenauswahl, ne? Ja, hab ich auch gerade gesehen. Ich weiß nur nicht, wo wir jetzt gerade sind, aber. Ich auch nicht, aber ich mache jetzt einfach hier mal diese Dings da. Ah, ne, es ist jetzt einer hier, komm, dann nehme ich den nächsten. Au! Ja gut, vielleicht sollte ich doch mal wieder V-Sync anmachen oder so, weil ich jetzt gerade derbe Lags habe. Ich sag doch, ohne V-Sync zu spielen ist nicht schön. Ja, also es hat ja zwar schon seine Vorteile, aber wenn man dann halt zwanghaft mit dem Aufnahmeprogramm auf 30 runter reduziert, weil die Festplatte halt nicht schneller ist. Lauf, Bursche. Was? Ich hab ihn doch aber... Oh, hier gibt's wieder Pilze. So, irgendeine Quest habe ich schon abgeschlossen. Du hast Rang 2 erreicht, bei was? Was? Nein. Ich habe irgendwo Rang 2 erreicht. Vielleicht Rufpunkte oder sowas. Ah. Besiege Bargenkämpfer. Ich bin dir einen dazu bekommen. Ist ja cool. Ja, die Sache ist die, sobald jemand anders das angehittet hat, das siehst du anscheinend noch nicht. Ja. Oberstoff. Nein. Eine Arbeiter. Arbeiter. Gefechtsmeister, Segner. Warte mal, Arbeiter, Räuber. Ne, die Arbeiter nicht. Ja, ich hab den mit einer. Oh, ja, angegriffen.
Achso, hier sind noch Kisten, die von dir sind. Nee, nee, wir haben noch nicht alle. Bam. 5 von 5. Okay, und du hast 4 von 5, oder was stand da? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich glaube, ich muss noch einen töten, aber... Nein, muss ich doch nicht. Er hat mich einfach angegriffen. Mit hier ein. Okay, gut. Oh, ist das auf Mountain schön. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Oh. Aber ob das auf Mountain weiterhin schön bleibt und wie das Ganze weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Riders of Icarus. Und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Tschüss.